Sie ist eine der bedeutendsten Maschinen der Luftfahrt, die C-130 Hercules von Lockheed Martin. Entwickelt wurde sie als Transportflugzeug, das in der Lage sein sollte, riesige Lasten und Infanteristen zu transportieren. Inzwischen gibt es über 40 Versionen des Transportflugzeuges, die in über 60 Ländern in der ganzen Welt im Einsatz sind. In den 60 Jahren seit ihrer Entwicklung hat sie sich kaum verändert. Die C-130 ist eines der meistgebauten Flugzeuge der Militärgeschichte. Ein niedrig liegender, fast 20 Tonnen fassender Laderaum, ein weich federndes Fahrwerk für unbefestigte Pisten und seine trotz der Größe enorme Wendigkeit machen es zu einem besonders geeigneten Militärtransporter. Seit ihrem ersten Flug ist die Hercules zu den Erdpolen geflogen. Sie wurde in unzähligen Militäroperationen von Vietnam bis Afghanistan eingesetzt, ist im Himalaya gelandet und auf Flugzeugträgern mitten im Ozean. Angetrieben wird sie von 4 Propellertriebwerken an den Tragflächen. Ebenso kaum verändert ist bis heute die Heckklappe, die als Laderampe dient und auch während des Fluges geöffnet werden kann. In diesen Aufnahmen aus den 60er Jahren wirbt die Firma Lockheed Martin für ihr Transportflugzeug mit einer Flugshow. The boss man, Grandpa Moses of the Tactical Air Command and head horseman is Captain Hubert E. Cheney, but don't call him that. Zum 60. Geburtstag der Hercules hat die Firma Lockheed dazu aufgerufen, Erinnerungen an die Maschine in Form von Fotos im Internet zu teilen. Ein wahrer Segen für Militärromantiker.